So, jetzt habe ich auch genug Licht und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich wollte euch eigentlich nur in Kenntnis setzen, dass ich jetzt im Urlaub bin. Ihr seht, ich bin schon im Urlaub, also ich bin jetzt noch nicht im Urlaub, weil ich ein bisschen vorab aufnehme, aber es wird auch in meinem Urlaub ein ganz klein wenig Videos geben. Ich versuche mal noch so ein bisschen, so ein paar schöne Clankriegsangriffe für euch festzuhalten und habe auch noch ein Thema zu diskutieren auf jeden Fall mit euch, aber ich wollte euch zumindest in Kenntnis setzen, dass das mit der Videomacherei jetzt nicht aufhört, nur weil ich mal ein paar Tage jetzt wirklich nicht irgendwo bin, wo ich jetzt aufnehmen oder schneiden kann. Auch gestern in meinem Video habe ich natürlich maßlos übertrieben, also in dem Video von Donnerstag habe ich natürlich maßlos übertrieben. Natürlich finde ich es toll, dass Supercell uns die Clanspieler etwas versüßt, auch wenn ich so ein ganz kleines bisschen enttäuscht war, dass das Ganze nur bis 50.000 Punkte geht. Aber die Abstufung diesmal ist auch ein bisschen anders. Ja, also das waren, glaube ich, 2000, 5000, 8000, 12, 20, 35 und 50. Also es ist auf jeden Fall trotzdem ganz gut, was zu ackern. Wir haben hier bei Free-to-Play schon so ein bisschen vorgearbeitet. Ich natürlich trottel mal wieder nicht, weil ich jetzt vergessen habe, ein Spielchen anzunehmen hier. Und würde aber ganz gerne etwas dazu beitragen. 150, 3 Air Defenses, die kriegen wir in jedem Fall hin, würde ich sagen, im Multiplayer Battle. Und dann machen wir einfach, was wir eigentlich immer machen. Also ein bisschen Clash of Clans. Wie gesagt, ich wollte eigentlich letztendlich nur mitteilen, so, ich bin jetzt weg. Ihr seid nämlich erstmal los, Edge. Und dann sehen wir uns aber in 2 Wochen in aller Frische wieder. Also in 2 Wochen nicht ganz, sondern schon so ein ganz kleines bisschen eher. Plan ist also, dass ich am irgendwann wieder hier bin. Lass mal gucken. Am 6. glaube ich, ne? Am 6.7. möchte ich eigentlich schon wieder ganz gerne hier streamen zu Hause. Oder dann am 6.9. Entschuldigung, nicht 6.7. 6.9., 7.9. irgendwo. Würde ich auch ganz gerne dann wieder mit euch ein bisschen online sein. Können wir ein bisschen über den Urlaub diskutieren und über Sinn und Unsinn dieses Spiels hier aber nicht. Jetzt finde ich wieder keinen. Manchmal habe ich auch schlechte Loot-Gegend, ne? Also jetzt schlechte Zeit, ne? Ich habe diesen Lotometer auch schon ewig nicht mehr gesehen. Da kann man natürlich vorher mal nachgucken, was man jetzt gerade für eine Zeit erwischt. Und aber das, was wir auf jeden Fall machen, und das eigentlich ist ja gar nicht schlecht, weil der ist einfach so, ich will jetzt nicht sagen, der ist einfach so leicht, aber es fällt uns natürlich leicht, hier die Türme rauszubekommen, weil die schon so ein bisschen abseits stehen hier. Und okay, da war eine Luftmine, da auch, alles klar. Das sollte aber reichen, auch für den Magierturm, oder? Ja, reicht auch für den. Dann haben wir da noch einen. Sehr schön. Dauert immer ein bisschen, ne? Jetzt habe ich natürlich nur noch 7 Stück von denen, aber wir klonen die ja gleich ganz, ganz fröhlich. So, da ist er weg. Und jetzt haben wir hier noch einen stehen und über den gehen wir einfach rein. Würde ich sagen, nehmen wir mal King rein, Queen rein, einen Mauerbrecher. 1, 2, 3, 4, 5 von denen. Und wir lassen die erstmal ein bisschen laufen, würde ich sagen. Den stellen wir auf Luft. Ach ja. So, lassen wir mal ein bisschen rennen hier. Sehr schön, dass die Queen gleich vielleicht noch den nächsten Magierturm auch mitmacht. Macht sie auch. Vielleicht kriegen wir noch eine Luftabwehr oder so. Oder aber... Ja, kriegen wir auch noch. Sehr schön. Und dann kannst du jetzt losgehen. Nehmen wir den Ballon mit drin. Und die gehen natürlich jetzt erstmal fröhlich auf die Defenses hier. Wir klonen die mal hier. So dass wir schon mal ein paar mehr hier im Feld haben. Der Monolith ist auch Geschichte, sehr schön. Und jetzt muss ich mal eben überlegen, wir schmeißen den nächsten Klon, glaube ich, nochmal da. Es ist also sowieso unglaublich, diese Strategie, Leute. Nach wie vor. Aber es ist halt Event, ne? Es ist halt Event. Und dann lassen wir uns das auch nicht nehmen, hier. Ich nehme den World Champion, glaube ich, hier mal.
jetzt muss ich ihn doch mal nehmen, obwohl es fast nicht notwendig gewesen wäre, aber ist egal. War jetzt auch nur ein Farmangriff, aber immerhin Kleinspiel geschafft. 3 Luftabwehr haben wir, glaube ich, auch gepackt. Und ja, so kann es natürlich in Urlaub gehen. Ich werde im Urlaub natürlich ein bisschen Clash of Clans spielen. So abends mal, wenn man so kurz vorm ins Bett gehen ist, mal ein Match mitmachen oder so. Vielleicht ein bisschen weniger Clankriege, aber dennoch bin ich nicht ganz weg von der Bildfläche. So ein bisschen zocken geht halt immer. Egal ob am mobilen Device oder halt auch am iPad. Am Mac kann ich leider nicht spielen. Aber das macht auch nichts. Ich habe ja genug mobile Geräte. Und werde auf jeden Fall euch im Urlaub auch treu bleiben. 900 magische Kristalle gibt es auch schon. Okay, das ist natürlich heftig. Aber es gab jetzt auch nur 150 Punkte. Also es ist auf jeden Fall echter weiter Weg. Und da ich ja jetzt wirklich schon weg bin, frage ich mich gerade, wie soll ich das eigentlich machen? Wie viel müssen wir machen? Oh, 12 Stück, okay. Die machen wir aber. Ich kann mich nicht jeden Abend hinsetzen und kann stundenlang Clash of Clans zocken, muss ich sagen. Das wäre wirklich übertrieben. Gerade wenn es darum geht, dass man ja auch ein bisschen Urlaub machen möchte. Und nehme aber ein paar von denen einmal mit. Den nehme ich raus und nehme die dafür mit rein. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub. Ich weiß nicht, ich bin ja jetzt in der Situation, wo ich tatsächlich auch das erste Mal Urlaub machen kann, außerhalb der, ich wollte gerade sagen, Öffnungszeiten oder Spielzeiten, außerhalb der Zeiten, der Ferienzeiten. Das hatte ich eigentlich noch nie. Das ist, glaube ich, das allererste Mal oder vielleicht auch das zweite Mal, weiß ich gar nicht, wo ich jetzt mal nicht in den Ferien meinen Urlaub verbringe, sondern abseits der Ferien, also Vor- oder Endsaison, je nachdem, wo man letztendlich auch hinfährt, aber wir wissen auch noch nicht, wo es uns hintreibt. Das ist auch noch ungewiss. Ich weiß nur, dass ich irgendwo meinen lieben netten Bruder besuchen werde und das war es dann aber auch schon. Ab da bin ich planlos, aber nicht ganz planlos. Nicht ganz planlos, aber da ich halte ich versuche euch auf den Laufenden zu halten, so wenigstens so ein bisschen über Instagram, glaube ich. Ich wollte mal zeigen, dass ich auch richtig toll Instagram kann. Und auch wenn ich das eigentlich nicht wirklich gut kann, aber ich will es mal probieren, euch dort auch mal so ein Reel oder sowas zu präsentieren. Weil, wie gesagt, ich bin nach wie vor der Social Media Ultra Noob und habe davon immer noch keinen Plan. Ach, lass doch meinen Ballon da in Ruhe. Das hindert mich jetzt nämlich, ja, das hindert meine Queen jetzt da am Reingehen, weißt du? Nur weil die das nicht kaputt machen wollte da. So, jetzt kannst du ein bisschen reingehen. Allerdings muss ich jetzt auch schon ein bisschen aufpassen hier. Muss ich jetzt schon zünden, okay. Aber bekomme jetzt den Adler down, jawohl, sehr schick. Habe ich natürlich den Mono vor mir, den werde ich jetzt nicht mehr schaffen, weil der ist einfach für meine 15er Queen etwas zu heavy. Etwas zu heavy, aber nur etwas. Ach, die Skelette da, die nerven mich natürlich. Was macht der Warden da eigentlich? So, jetzt kriege ich noch mal ein paar Hawks mehr rein. Weiß allerdings auch nicht, ob da jetzt noch ein Held lebt. Es wäre schön, wenn wir wenigstens da hinten noch den Magierturm bekämen. Weil das würde in jedem Fall so ein bisschen helfen. Obwohl die Magiertürme, die geben auch nichts mehr, ne? 3x3, ne? Die geben da hinten gar nichts mehr an magischen Kristallen, glaube ich. Und wir haben auch keine 900 geholt, weil wir den nicht ganz geschafft haben, aber war jetzt auch ein Rathaus 16 und dementsprechend natürlich etwas schwieriger. Ja, die beiden, das schaffen die leider nicht mehr. Dennoch ziemlich knapp, ne? Warden kann noch ein bisschen. King ist auch noch dabei, aber King ist auch schon A gezündet und B ist auch der Phönix. Müsste eigentlich dabei sein. Oder Frosty, irgendwas habe ich da dran. Und dann schaffen wir 32 Sekunden. Das ist, wird sportlich. Der lässt sich da abschießen, ey.
Eieiei, und die Frostmites gehen auf die Luftabwehr teilweise, okay. Na, schaffen wir die doch noch? Nee, hier hinten sind auch noch Gebäude. Ach, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Habe ich nicht gesehen. Okay, Luftabwehr kriegen wir auch noch. Hatte ich eigentlich ein Spiel mitgenommen jetzt? Drei Luftabwehren? Ich habe kein Spiel mit. Ach doch. Doch, ich habe ja ein Spiel, ein Tagesspiel mitgenommen. Mache viele Magertürme. Die habe ich auf jeden Fall bekommen. Das müssen jetzt ja schon ein paar gewesen sein. Lass mal gerade gucken, wie viele. Das waren schon 5 Stück. Also wir brauchen in jedem Fall 3 Angriffe für dieses Spiel, wenn wir so weitermachen. Ist auch nicht schlecht, sind immerhin 600 Punkte. Also, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem am Kanal dran bleibt, weil ich habe noch ein anderes Thema. Ich bleibe nachher einfach hier sitzen und nehme noch ein Video auf für die nächste oder übernächste Woche. Müssen wir mal gucken. Und weil ich habe noch ein bzw. so 2 Themen, die würde ich echt gerne mit euch diskutieren, aber auf meinem Kanal, da seid euch sicher, gibt es immer so ein bisschen zu clashen. Und wenn es die stupiden Angriffe hier sind in unseren Clankriegen oder vielleicht auch mal wieder in euren Clankriegen, habe ich ja hinterfragt. Fandet ihr gar nicht schlecht, dieses alte Format vielleicht nochmal aufrütteln, dieses Ich bei euch. Und dann würde ich aber sagen, haltet die Ohren steif, wünscht mir einen schönen Urlaub und dann sehen wir uns auf jeden Fall in weiteren Videos. Und ich da glaube, kann damit sagen, schönes Wochenende und schöne Wochen für euch. Bis dahin, ciao, ciao, euer Toto. Clasht. We'll be right back.